Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video zum Yamaha RX V579. Und in diesem Video wollen wir uns einmal ein bisschen genauer die App von Yamaha angucken, mit der man einige Sachen steuern kann. Und wenn man sich die App auf seinem Handy startet und das Gerät bereits eingerichtet hat, beziehungsweise die App schon das Netzwerk durchsucht hat, werden einem die verschiedenen Yamaha-Geräte angezeigt. Durch einen Klick springt man dann quasi ins Gerät. Und um hier überhaupt viel machen zu können, schalten wir jetzt als allererstes mal das Gerät an. Das Gerät steht direkt dort daneben, sodass man eigentlich auch einmal hören sollte, dass das Gerät jetzt schaltet. Na? Ja, ich muss besser klicken. Okay, also ich denke, man hat es ganz gut gehört. Das geht relativ verzögerungsfrei. Man sieht sofort, auf welchem Eingang der Receiver gestellt ist. Ich habe hier unten die Lautstärkesteuerung. Eine Mute-Taste habe ich hier direkt in der Übersicht. Und als erstes kann ich dann sagen, ich möchte meine Eingänge wechseln. Schön finde ich hier, die Eingänge können ja im Receiver selbst umbenannt werden und auch in der App bekomme ich dann die umbenannten Namen angezeigt, sodass ich jetzt hier auf Amazon klicken kann für mein Amazon Fire TV und nun das Bild von dort aus betrachten könnte. So, dann haben wir hier oben die Möglichkeit, Musik abzuspielen. Das wollen wir aber nicht weiter durchführen. Na? Hello. It's me. Das ist die Wiedergabe von meinem Handy. Ansonsten eine zusätzliche Quelle. Wir wechseln mal wieder einmal zurück. Na? Zum Amazon. Ich könnte hier jetzt aber auch Bluetooth auswählen oder versuchen über meine Server, die bei mir im Haus stehen, die Quelle oder meine Server als Quelle zu nutzen. Das wollen wir jetzt hier aber nicht tun. Wir können hier Szenen auswählen. Das sind im Endeffekt die Szenen, die wir auch auf der Fernbedienung des Yamahas finden. Diese Szenen sind frei programmierbar, sowohl was den Eingang betrifft, als auch was die Toneinstellungen betrifft. Diesen Schritt kann ich also auch wählen. Dann wähle ich eben nicht nur den Eingang selbst, sondern noch weitere Einstellungen. Und ich kann mir hier einmal eben zum einen dieser weiteren Einstellungen direkt auswählen. Also was für Tonqualität habe ich da gerade? Ist es Musik? Ist es Surround Sound? Ist es ein Spiel? Oder wie auch immer. Verschiedene Settings, die ich vorab vom Hersteller geliefert bekomme und die ich mir hier frei wählen kann. Und ich kann hier unter Optionen gewisse Sachen anpassen, die Toneinstellungen betreffen. Ich kann aber auch den Subwoofer anpassen. Also so viele kleine nützliche Sachen im Alltag. Ich kann hier auch dafür sorgen oder zumindest nachsehen, wie meine Firmware ist, ob ich die aktuellste habe oder nicht. Also im Endeffekt wirklich ein sehr, sehr schöner kleiner Einblick in meinen Yamaha, damit ich im Endeffekt nicht mal mehr die Fernbedienung nutzen müsste oder aber wenn ich zum Beispiel die Boxen in verschiedenen Zimmern verteilt habe, was ich ja über verschiedene Zonen auch kann, dann muss ich nicht immer erst irgendwie um die Ecke laufen, um die Fernbedienung auf den Receiver richten zu können, sondern ich kann das auch bequem übers Handy machen oder wenn ich einfach mein ganzes Haus oder meine ganze Wohnung beschalle und mich in einem ganz anderen Zimmer befinde, dann kann ich auch hier rüber Lieder wählen oder Ordner wechseln oder Klangeinstellungen anpassen. Also wirklich eine ganz nette, sehr, sehr bequeme Sache, diese App. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und allen noch einen schönen Tag.